Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag. Wie ihr seht, bin ich wieder im Civic E6. Ich habe gestern das Video gedreht mit dem Airbag-Ausbau bzw. mit dem Lenkrad und dem Tacho-Ausbau. Heißt also, falls ihr das noch nicht gesehen habt, da oben ist das auf jeden Fall wieder zu sehen. Und heute mache ich dann quasi direkt weiter mit dem Airbag und mit dem Armaturenbrett. Ich hoffe, dass ich das alles ohne weiteres rausbekomme. Und ich würde sagen, ich schnack gar nicht mal so lange und lege euch gleich beiseite. Ich schaue mir das erstmal an, was theoretisch raus muss. Wobei, ich lege euch dann beiseite und dann gebe ich Gas. Anfangen werde ich beim Beifahrer-Airbag. Und zwar glaube ich, dass es nur die beiden Schrauben hier sind. Beziehungsweise eine ist noch hier drunter. Da muss ich gleich mal gucken, ob die dazugehört. Und ich versuche das jetzt mal abzuschrauben und dann berichte ich euch gleich, ob es wirklich nur die beiden waren. Ganz nebenbei erwähnt, sitzt da unten, also hinter der Mittelkonsole, sitzt da unten der entsprechende gelbe Stecker. Wie wir gelernt haben, sind die gelben für die Airbags zuständig. Also den einmal ab. So, ich habe da jetzt die beiden Schrauben hier lose gemacht und darunter die eine. Irgendwie will es noch nicht ganz so raus. Deswegen habe ich hier an der Seite die Leiste abgemacht. Die war hier oben geschraubt. Und dann einfach rausziehen. Die hat hier wieder diese Metallclips, deswegen müsst ihr da ruhig ein bisschen grobmotorisch rangehen. Dann habe ich hier wieder den Kollegen rausgezogen. Warum das Ganze, zeige ich euch einmal. Und zwar seht ihr hier oben diesen Lüftungskanal. Und der sitzt genau hier am Airbag dran. Heißt also, den werde ich einmal abmachen. Der ist mehrfach geschraubt, das zeige ich euch gleich. Und ich hoffe, dass es dann besser funktioniert. Ich wechsle dafür aufs Handy. Dann haben wir hier einmal eine Schraube und da oben eine Schraube. Und da ist auch eine Schraube. Und die werde ich jetzt alle mal lose machen und dann schaue ich mal weiter. Natürlich kann die ganze Arbeit jetzt umsonst sein, heißt also, wenn ich diesen Lüftungsschacht hier raus habe, kann es natürlich auch sein, dass sich nichts ändert an der Tatsache, wie der Airbag hier unten drunter drin liegt. Aber ihr wisst ja, für mich ist das Learning by Doing, heißt also, nur wenn ich es erstmal kompliziert mache, weiß ich beim nächsten Mal den einfachen Weg, weil ich dann natürlich auch alles sehe, wenn das jetzt ausgebaut ist und sehe, was ich vielleicht hätte anders machen können. Also von daher, wenn ihr da schon Erfahrungen habt und ihr das schon mal gemacht habt, seid mir nicht böse, wie ich es mache. Manchmal vielleicht ein bisschen komplizierter, allerdings nur so lerne ich, glaube ich, am besten und so lernt ihr es vielleicht auch mit mir am besten. Ja, gebe ich mal weiterhin Gas, ne? Ja, vergesst übrigens, was ich gerade gesagt habe mit der Lüftung. Und zwar kriegt ihr diesen Ansaug, also diesen Lüftungsschlauch A nicht raus, ohne die komplette Lüftung zu demontieren, und B macht es keinen großen Unterschied, weil dahinter sind keine Schrauben mehr, sondern der Airbag ist nur geklipst und mit diesen drei Schrauben fixiert. Heißt also, die vergangenen 2 Minuten, 1,5 Minuten, die ihr gerade gesehen habt, sind für umme gewesen. Ja, das heißt, ich werde den Airbag jetzt einfach rausdrücken müssen, das heißt von unten nach oben drücken und hier wahrscheinlich mit einem Schraubendreher das Ganze noch leicht nach oben drücken. Ich muss da mal schauen. Ja, und das heißt, für euch gibt es ein bisschen Musik, eine Timelapse, und ich versuche das Ganze dann mal zu richten bzw. rauszuholen.
man die ganzen Clips, die ich meinte. Ja, also die hier und die hier, die gehen alle quasi einmal drumherum. Aber da ist das gute Stück. Es ist ausgebaut und ein bisschen, es sieht hier ein bisschen ausgebeult aus. Warum das so ist, kann ich euch gerade ehrlich gesagt gar nicht sagen. Aber ich bin ganz froh, dass es raus ist. Und jetzt möchte man sich zu Recht fragen, ob das sinnvoll war für den Ausbau des Armaturenbretts. Und wenn ich mir diese Schrauben hier hinten angucke, also hier und hier vorne irgendwo, erscheint mir das schon sehr logisch. Nichtsdestotrotz werde ich erstmal natürlich gucken müssen, welche Schrauben jetzt Sinn machen zu lösen. Deswegen, ich weiß auf jeden Fall, dass ich die Seitenverkleidung abnehmen muss vom Armaturenbrett. Und das werde ich jetzt zuerst mal machen und dann schaue ich mal, was ich dann im weiteren Verlauf tun muss oder tun sollte. Einfach, was für mich jetzt logisch erscheint. Ja, dann würde ich sagen, geht's jetzt für euch weiter. So, also zunächst einmal ist hier an der Seite auf jeden Fall eine Schraube drin, die werde ich abnehmen. Sonst fühle ich hier nichts, das heißt, ich nehme mal an, der Rest ist geklippt. Hörte sich zumindest gerade schon so an. Und hier sieht man das, was ich gerade meinte. Und zwar, da diese Metallclips sind es wieder. Ich weiß nicht, wie viele, da oben sehe ich noch einen. Da, genau. Und da unten sehe ich auf jeden Fall noch einen. Haha, hier direkt hinter ist auch noch einer. So, hier sieht man die komplette Verkleidung. Und jetzt zeige ich euch mal, wo die ganzen Clips saßen. Also wir haben hier oben die Schraube lose gemacht. Dann sitzt hier ein Clip. Dann hier hinten einer. Und da unten einer. So, wer sich jetzt fragt, warum ich das Ganze ausgebaut habe. Und zwar seht ihr hier diese beiden Schrauben. Ich kann es euch leider nicht anders zeigen, weil die Tür nicht weiter aufgeht, aus Gründen. Und das sind unter anderem Schrauben, die das Armaturenbrett festhalten. Und nach diesen werde ich jetzt suchen. Und ich werde euch dafür jetzt mal irgendwo im Auto positionieren, wo ihr eine coole Position habt, wo ihr ein bisschen was seht. Ich schaue mal. Ja, dann würde ich sagen, gibt es dann für euch eine Timelapse. Ich schaue auf jeden Fall mal nach Schrauben und danach erkläre ich euch, wo ich die alle gefunden habe und welche davon Sinn machen. Ich glaube, so ist es am sinnvollsten. Dann brauche ich nicht so viel quatschen. Ihr seht ein bisschen was und ja, bis gleich.
Ja, also ein Teil der Schrauben ist schon raus. Zeige ich euch dann allerdings morgen, weil ich habe jetzt noch zwei Schrauben mit WD-40 einsprühen müssen. Und zwar an diesen Metallstreben quasi, die das Ganze hier an diesem großen Metall, an dieser großen Metallstrebe hier im Innenraum festhalten. Und zwar will ich das Ganze ohne Probleme runterbekommen. Für euch geht es jetzt gleich weiter. Bis später. Tschüss. Ja, und da bin ich auch schon wieder. Es sind mittlerweile 2 Tage vergangen. Also für euch ist, also für mich ist jetzt Freitag, für euch ist Samstag, wenn ihr das Ganze seht. Und ich habe ja erzählt, dass ich Probleme mit diesen Schrauben da auf dieser Querstrebe habe. Und im Endeffekt heißt das, dass ich Folgendes machen werde. Und zwar werde ich das Armaturenbrett komplett mit dem ganzen Metallgestänge rausholen. Das ist keine Arbeit, die ich gerne mache. Also ich habe nur leider keine andere Möglichkeit, weil ich kriege die absolut da nicht raus. Und mittlerweile ist, also ich habe gesehen, dass bei der einen Schraube sowieso schon die Schraube rund gedreht ist. Heißt also, packt auch kein Bit mehr so wirklich. Und ausbauen in dem engen Raum ist halt auch super, super schwierig. Und ich denke, da ist es die sinnvollste Möglichkeit, das ganze Metallgestänge rauszuholen. Also, das ist natürlich jetzt blöd. Ich kann natürlich keinen von euch fragen, ob ihr da eine bessere Idee habt. Aber ich denke, das macht Sinn. Ich werde das Ganze jetzt auch schon vorbereiten, sodass das Ganze quasi in einem Stück rauskommt. Nichtsdestotrotz möchte ich euch natürlich zeigen, welche Schrauben ihr lösen müsst, um das Armaturenbrett rauszukriegen. Und da fangen wir auch direkt mit an. Also, zum einen natürlich die hier an der Seite. Die hatte ich euch ja schon gezeigt. Hier am Tacho die untere, die in der Mitte, die da hinten, ja, ganz einfach deshalb, weil der Tacho, das Armaturenbrett, also wenn ihr die hier löst, man sieht das hier oben, ja, ich weiß nicht, ob man das gut erkennt, aber da seht ihr das Ende der Metallstrebe und da ist das Armaturenbrett dran. Weiter geht's mit diesen beiden hier. Das heißt, ihr müsst zwangsläufig das Heizbedienelement rausnehmen. Wie ihr das macht, habe ich glaube ich in einem anderen Video schon erklärt. Ich habe es gerade leider nicht hier. Das ist eigentlich gar nicht mal so kompliziert. Ihr müsst einfach hier die beiden Schalter rausnehmen, dann von unten das Ganze abschrauben und dann rausziehen. Natürlich hier die Stecker nicht vergessen zu lösen und dann war es das auch schon. Dann sind hier 2 Schrauben. Auf der anderen Seite genau das gleiche. Eine. Ja, also das ist diese Abdeckung, diese Plastikabdeckung, die ihr in der Mitte habt. Und hier natürlich auch, Moment, da die Schraube von der Metallstrebe. Ich gucke mal, ob ich es von oben reinkriege. Hier da wieder die Metallstrebe, ja, und da ist natürlich wieder eine Schraube. Da macht es Sinn, den Beifahrer-Airbag zu lösen, weil ihr so von da oben auf jeden Fall reinkommen könntet. Ja, wenn ihr eine Knarre habt, auf den ihr den Bit ansetzen könnt, braucht ihr hier nicht den großen Kasten noch beiseite zu machen, also die Lüftung bzw. Klimaanlage, je nachdem. Sondern ihr könnt dann direkt von oben da rein und mit ein bisschen Kraft das Ganze fertig machen. Ich würde euch da empfehlen, vorher mit WD-40 zu arbeiten. In meinem Fall hat es leider nichts gebracht. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Aber muss ich jetzt durch und ja, gut, dann machen wir die ganze Metallkonstruktion mit ab und ziehen das Ganze mit raus. Ist vielleicht der einfachere Weg, ich weiß es nicht, weil im Endeffekt ihr braucht dafür deutlich mehr Platz, um den ganzen Quatsch natürlich aus dem Auto zu kriegen. Aber ja, ich denke mal, wenn das raus ist, dann werde ich schauen, ob ich die Schrauben dann doch ausbohre oder vielleicht doch nochmal runterkriege. Weil dann habe ich ja auch mehr Platz, weil dann kann ich das Ganze im Keller machen, in Ruhe. Ich muss dann nur gucken, dass ich das Armaturenbrett entsprechend abdecke oder irgendwie einwickle in Luftpolsterfolie oder sowas. Ganz einfach, dass ich das Ganze nicht kaputt mache. Wenn ihr dieses ganze Metallgestänge rausnehmt, müsst ihr schauen, dass ihr die Lenksäule etc. natürlich abschraubt. Ich werde jetzt auch dann nach den Schrauben suchen und gucken, wie ich den einfachsten Weg da quasi bekomme. Ja. Ist natürlich jetzt blöd gelaufen, ja, und ich denke, ich werde dann noch ein zweites Video, ich weiß noch nicht. Und ja, das war es dann auf jeden Fall mit diesem Video. Ja, also ein bisschen Fail-Video. Ich hätte euch natürlich sehr gerne gezeigt, wie ich das Armaturenbrett
in einem Stück raushebe, ja, aber ja, ist halt jetzt doof gelaufen und von daher, ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet mit dieser kleinen Anleitung trotzdem was anfangen. Wenn ich das Armaturenbrett raus habe, mache ich da nochmal ein separates Video zu, dann sehen wir ja auch alle Schrauben nochmal und dann kann ich euch nochmal genau zeigen, welche ihr lösen müsst. Auf jeden Fall, ja, das ist, wie man Armaturenbrett theoretisch beim EJ9 ausbaut. Ja. Praktisch müsst ihr halt, wie gesagt, darauf achten, dass ihr die ganzen Schrauben auch lösen könnt und gelöst bekommt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tüdelü, tschüss.